Nun, die Frage war, inwieweit es ein gemeinsames Muster regionaler Disparitäten gibt. In der Tat, es kommt raus, es sind vor allem ländlich geprägte, peripher gelegene Regionen, die halt wirtschaftlich schwächer sind. Darüber hinaus ist es auch sehr deutlich, gerade im Nordosten Deutschlands, also die früheren ostdeutschen Bundesländer, die früheren neuen Bundesländer, sind sehr stark davon betroffen. Liegt daran, dass dort eben transformationsbedingte Aspekte immer noch eine negative Rolle spielen.